Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 18 mit mir, dem Playgestalt, im Spiel in der Champions League. Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Das Rückspiel steht an, das vorletzte der Gruppenphase und ein immens wichtiges für uns. Ihr seht es am Rasen, es ist langsam ein bisschen fröstelig. Wir haben bereits Ende November, heißt die Hinrunde ist kurz vor Ende. Noch sind wir in allen Wettbewerben relativ gut vertreten. Champions League ist dieses Spiel jetzt extrem wichtig, weil, jetzt müsst ihr gut aufpassen, wenn wir dieses Spiel, also wir stehen gerade einen Punkt vor Real Madrid, wenn wir dieses Spiel gewinnen sollten und Nizza, wobei selbst Nizza wäre dann egal, dann sind wir durch. Dann haben wir 4 Punkte Vorsprung vor Real Madrid, die können uns im letzten Spiel mit 3 Punkten nicht einholen und Nizza, selbst wenn sie gegen Tottenham gewinnen sollten, sind die auch weg. Die haben auch dann nur 4 Punkte und können nicht mehr uns einholen. Und weil wir das Problem haben, dass das letzte Spiel gegen Tottenham ist, wäre das natürlich immens wichtig, weil dann haben wir alles in der eigenen Hand. Wir haben das durchgebracht dann. Und wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen sollten, sprich verlieren, dann sind wir hinter Madrid und Madrid muss als letztes Spiel gegen Nizza ran. Vermeintlich einfache Nummer. Ja? Auch wenn sie im Hinspiel nicht gewonnen haben, das kann sich ja im Rückspiel jetzt ändern. Also von dem her, heute heißt es nochmal Vollgas und wenn wir das haben, dann ist fast egal, was im Rückspiel. Ja, gegen Tottenham wäre es geil, natürlich mit einem Sieg die Runde zu beenden, aber jetzt warten wir mal ab. So einfach ist das ja nicht. Wir kennen es ja, wir haben gegen München knapp gespielt, 3-3, gegen Tottenham bereits verloren, Madrid haben wir ein Bombenspiel in Madrid, in Bernabeu gespielt. Ein extrem knappes 0-0, extrem umkämpft. Aber hier zu Hause geht natürlich, wir wollen gewinnen. Ich habe ausstellungstechnisch alles beim Alten gelassen. Heute ist wichtig. Topspiel Dortmund gegen Madrid. Ganz kurze Nebenbemerkung. Nach diesem Spiel geht es nach Schalke, beziehungsweise geht es im Topspiel gegen Schalke. Ich weiß gar nicht, ob es zu Hause oder auswärts ist, das erste. Spielt aber keine große Rolle. Wir wollen ja auch, egal wo, gewinnen. Oh, Madrid macht schon wieder so wahnsinnige Sachen. Haben wir den? Haben wir ausgeholt. Ach, Marco, da musst du weiterlaufen. Mensch, Marco. Boah, schade, knapp. Knapp vorbeigegangen. Mich wundert es immer ein bisschen, dass der Weigel da so... dass der Jule Weigel immer so offensiv spielt und im Vergleich dann so ein Goretzka und Co. Da wollte ich doch gerade flanken, was soll denn das? Und Goretzka und der Mario Götze immer so defensiv dann stehen. Verstehe ich gar nicht. Würde mich interessieren, woher das kommt. Also dieser Pfostenschuss eben von Cristiano Ronaldo, da hat er damit schon mehr Schüsse aufs Tor gebracht als im letzten kompletten Spiel. Da wollte ich nicht hin! Dass der nicht gut geht, war mir klar. Oh oh. Die benutzen meine Taktik. Bale gegen Marc Bartra. Das hat natürlich so auch so seine eigene Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Tor kennt. Aber Bale hat da mal Bartra richtig schön umlaufen. Also der hat dem auf 10 Meter gefühlt 20 Meter abgenommen. Das war schon ein leicht krasses Ding. Schade. Habe ich gehofft, dass ich den vielleicht durchbringen kann. Dieser Schnee hier, der macht mich ein bisschen kirre, ne? Da hat dann Keylor Navas aber auch nicht zu kämpfen gehabt gerade. Erstmal schießen, mal gucken, was passiert. Jetzt müssen wir aufpassen. Druck auf die Männer bringen. Und gut nicht. Also Reus ist hier regelmäßig frei. Ah, Opa!
Den kann man reinmachen. Mensch, Junge. Schade. Äußerst schade. Aua. Was? Skandal! Da möchtest du keinen Mann dazwischen haben. Rausgebolzt. Einwurf, okay, diesmal nachvollziehbar. Aber dieser Pass hier in die Mitte, der war nicht ungefährlich, muss man sagen. Der Luka Modric versucht hier mit irgendwelchen verrückten Tänzchen das Ding zu machen. Ich glaube, ein Spiel auf Messers Schneide. Wenn wir hier verlieren sollten, dann haben wir natürlich ein Problem. Ne? Ja, jetzt. Was soll ich nicht so anstellen hier? Ja, das mit dem Auswechslung ist doch Quatsch jetzt um die Zeit. Die Pille, Hermann. Sag mal, die schießen aber auch aus jeder verdammten Lage. Das ist ja unfassbar. Irgendwann kriege ich die Chance zu den Konter. Und dann muss ich zuschlagen. So wie eigentlich eben. Schon wieder Vorteil. Jetzt. Leon Goretzka wird hier verfolgt, aber kann ihn abhängen. Ah, Modric klaut mir den Ball. Mist. Pfui. Ein äußerst umkämpftes Spiel gerade. Schade. Da habe ich versucht, Goretzka in die Partie zu bringen, nach vorne. Hat leider nicht so ganz geklappt. Aber können die mal aufhören, diesen Bale immer anzuspielen? Ist das irgendwie eine Schwachstelle bei mir, dass der Guerrero da immer... Das gibt's doch nicht! Muss mal Grimaldo hier bringen, der ist ein bisschen schneller als Guerrero, habe ich gehört. Oh, Guerrero. Also, dass da der Torhüter nicht rangegangen ist, das ist mal eine Sache, ja. Das darf nicht passieren. Aber das war zu einfach. Das war nicht zu einfach im Sinne von, das war zu einfach vom Torhüter auch. Der muss da definitiv hin, Leute. Den hätte er locker haben können. Hätte die Sache locker entschärft. Aber er wollte offensichtlich nicht. Sei es drum. 1:0 für Real Madrid zur Pause. Ein 1:1 wäre in dem Sinne blöd, als dass wir dann den direkten Vergleich natürlich auch wieder gegen Madrid verlieren sollten. Oder werden. Nizza führt gegen Tottenham. Okay. Was passiert hier gerade? Aufstand der Kleinen. Anspielstation, ja, doch. Halt. Nein! Nicht hinter den Mann, vor den Mann. Manchmal muss man sich über diese Pässe wundern, die da manchmal gespielt werden. Weil die so alles andere als sinnvoll sind. Madrid macht das jetzt natürlich nicht schlecht. Die können hier in Ruhe jetzt aufbauen. Weigel schon wieder mit dem Fuß dran, aber wir kommen halt auch nur immer mit der Fußspitze dran und können beide dann nicht gewinnen. Ja, jetzt zweimal den falschen Mann und jeweils in die richtige Richtung gedrückt. Erst den oberen, weil wenn ich den unteren will, ja, drückt nach oben. Renn weg vom Mann. Dann wechsle ich und krieg den unteren und drück nach unten. Und renn wieder weg vom Mann. Das ist doch scheiße, Mann. Oh. Nein, da war die Chance für den schnellen Anschluss. Seine Pässe kommen heute
Hey, sag mal. Ja, ich kann nicht. Ich würde gerne, ich kann nicht. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Oh, geschafft. Nicht unwichtig gerade. Sag mal, warum? Ich kann diesen Ball auch nicht behaupten. Madrid, das habe ich natürlich nicht bedacht, dass es Winter ist jetzt. Das mit der Trikot ist auch nicht so optimal, ja? Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt könnte es gefährlich werden. Flanke für Aubameyang. Sie müssen hier irgendwie ein Tor. Oh Gott! Mist! Knappes Ding. Ja gut, der Ball war ja fast klar. Nachdem ich dann in der Viertelstunde hab frei stehen sehen. Ja. Wird's jetzt gefährlich. Oh. Das sieht vielversprechend aus. Gut gemacht, der hat den Ball erobert. So. Ich finde das ja echt cool, dass meine Offensive immer nach vorne rennt. Aber dass sie nicht anspielbereit ist da im Mittelfeld, unser Mittelfeld einfach doch ein bisschen zu weit zurückgezogen ist. Ist jetzt mal so eine Sache, ja. Oh. Und schon wieder wird der Ball abgelaufen. Ey, sag mal, die passen hier. Kimmich. Den Ball spielt er raus. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Eigentlich wollte ich ursprünglich mal zu dem und dann in den Lauf und nicht, dass er stehen bleiben muss dafür. Naja. Sag mal, das gibt's doch nicht! Was sind denn das für Pässe, Opa? Da kann man offensiv gleich mit dem Gegner spielen. Oh ja, grad. Ja. Also das sieht überhaupt nicht gut aus für uns jetzt gerade. Ja. Und da ist das Ding. Wie ein Hühnerhaufen sind wir da durch die Gegend gerannt. Also das sieht überhaupt... Das ist das direkte Duell, das wir gerade verlieren, liebe Freunde. Wir müssen jetzt gleich, wenn wir das nicht gewinnen, dann müssen wir gegen Nizza gewinnen. Gegen Tottenham. Hilft uns nichts. Wir kommen hier ums Verrecken nicht durch diese schöne Abwehr durch. Und ich renne nur hinterher. Ich renne nur hinterher und ziehe dir immer. Hat der gerade einen Trickpass gemacht? Hier, ich bin. In der eigenen Hälfte so unter Druck und kommen nicht raus. Und vorne bietet sich auch keiner an. Also ich muss quasi diesen blinden Pass spielen hier. Und das ist nicht Sinn und Zweck dieser Sache. Der Ehrentreffer wäre ja schon was ganz Schickes, ja. Aber selbst dazu komme ich nicht. Kommen da nicht rein. Ich kann einigermaßen noch nach vorne kombinieren, aber sobald wir dann den Zweikampf haben, beziehungsweise vorne drin sind, dann ist Ende. Oh gut, und da kommt auch noch das Pech ein bisschen mit dazu. Das ist natürlich ärgerlichst. Äußerst ärgerlichst. Naja, schade. Ein herber Rückschlag. Wir müssen jetzt darauf hoffen, dass Nizza gegen Madrid gewinnt.
Ja, anders geht's nicht. Mit dem Unentschieden gewinnen sie den direkten Vergleich. War nur ein Punkt Unterschied, wenn ich mich nicht ganz täusche. Heißt, wenn wir gewinnen gegen Tottenham, muss Nizza gewinnen, damit wir in Runde 2 kommen von der Champions League. Ansonsten kritisch. Mal gucken, wie es ausgegangen ist auf einem anderen Platz. Da wäre jetzt natürlich ein Sieg von Tottenham richtig gut, damit wir da Luft hätten, was Nizza angeht. Wie sieht's aus? Mann, das... Nizza gewinnt 1-0 gegen Tottenham. Das heißt, selbst... Das heißt, wenn Nizza gewinnt... Wenn Nizza gegen Madrid gewinnt und wir nicht in Tottenham gewinnen, dann sind wir raus. Komplett. Oder? Ich guck mal schnell in die Tabelle. Na, komm. Da überlege ich es mir gar. Na, hier, komm. Champions Cup. Da. Wir haben einen Punkt Vorsprung auf Nizza und zwei Punkte... Rückstand aktuell auf Madrid. Würde bedeuten, gewinnt Madrid nicht und spielt unentschieden und wir gewinnen, dann ist Madrid weiter. Wobei bei einem Unentschieden wären wir zumindest, was der direkte Vergleich anginge, müssten wir eigentlich gegen Nizza weiter sein. Wobei ich nicht weiß, wie dieser direkte Vergleich hier bei uns greift in diesem Spiel. Denn wenn sie unentschieden spielen und wir verlieren, dann hätten wir auf jeden Fall eine schlechtere Tordifferenz. Würde bedeuten, je nachdem, was das Spiel als erstes rechnet, sind wir raus. Das wäre nicht sehr gut. Also, egal wie, wir sollten auf jeden Fall mindestens einen Punkt mitnehmen gegen Tottenham. Optimalfall natürlich 3 Punkte, weil dann sind wir zumindest, was das angeht, sicher. Dann sind wir sicherer Dritter. Liebe Freunde, also das wird nochmal eine richtig spannende Sache hier in 2 Spielen. Jetzt haben wir gegen das Derby gegen Schalke. Und dann geht es nochmal richtig zur Sache. Mann, Mann, Mann. Spannende Wochen stehen uns bevor. Ich hoffe trotzdem, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und may the fun be with you.